Die Niere in kurz und knackig. Die Nieren sind bohnenförmige Organe, liegen im Retroperitonealraum im Oberbauch, direkt unter dem Zwerchfell auf Höhe des 12. Brust- bis zum 3. Lendenwirbelkörpers. Die Aufgaben der Nieren umfassen die Bildung von Harn und Ausscheidung wasserlöslicher Giftstoffe und Stoffwechselendprodukte. Sie sind an der Regulation vom Wasser- und Elektrolythaushalt beteiligt. Sie regulieren den Säure-Basen-Haushalt. Die Nieren sind aber auch endokrine Organe und produzieren zum Beispiel Renin für den Blutdruck und Erythropoietin für die Bildung roter Blutkörperchen und die Niere aktiviert das Vitamin D. Die Nieren liegen in einer Kapsel und sind von schützendem Fettgewebe umgeben. Sie besitzen eine sogenannte Nierenrinde und ein Nierenmark mit den typischen Nierenpyramiden. Im Nierenbecken beginnt der Ureter, das ist der Harnleiter, und dieser führt zur Harnblase. Die Nierenrinde enthält die eigentlichen Funktionseinheiten der Niere, die sogenannten Nephrone oder Nierenkörperchen. Die bestehen aus Gefäßknäuel, den sogenannten Glomeruli, die von einer Kapsel, der sogenannten Baumann-Kapsel, umgeben sind und deren offenes Ende in das Tubulussystem übergeht. An den Nephronen findet die Harnbildung statt, samt Rückresorption von wertvollen und Ausscheidung von harnpflichtigen. Der Harn sammelt sich über die Nierenkelche im Nierenbecken und wird dann über den Harnleiter zur Harnblase transportiert. Ihr seht also, die Niere ist ein lebenswichtiges Organ mit sehr vielen Aufgaben. Leider wird die Niere oft durch Lifestyle-Erkrankungen geschädigt, allen voran durch Diabetes mellitus, aber auch durch Arteriosklerose und Bluthochdruck. Die Niere kann zusätzlich Schäden durch die Einnahme von starken Medikamenten erfahren, zum Beispiel langjährige Einnahme von Schmerzmitteln oder natürlich auch Chemotherapeutika. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt die Nieren und ihre Aufgaben kurz und knackig erklären und wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg beim Lernen.